Auf der Lageplatzführung. Hier entsteht unser wunderschöner Küchenverschlag. Ja. Nächste Station. So, dann haben wir hier unsere getränkte Station. Es gibt warmen Pfefferminztee, kaltes Wasser und kalten Pfirsicheistee. Dann haben wir hier das Mädchenklo. Dieser Container. Hier hinter euch unser Holz, das müssen wir alles verheizen auf diesem Lager, außer die Hütte, bitte. Und unsere Lagerfeuerstelle. Weiter geht's! So, dann zu eurer Linken und Rechten seht ihr die beiden Leiterzelte. Eure Zelte stehen hier hinten. Ich zeige euch jetzt noch die zweite Feuerstelle. So, hier ist die zweite Feuerstelle und damit war es dann auch schon mit der kleinen wird so gerne um 11.30 Uhr mit möglichst allen Kindern runter in den Wald gehen und den Bannermast hier hoch schleppen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, spielen wir jetzt was. Kennt denn jeder von euch Capture the Flag? War hat schon mal gespielt? Nein, ja. Nein, natürlich nicht. Okay, ihr klaut im Prinzip Flaggen aus gegnerischen Teams.
Wir befinden uns gerade mitten in der Siegerehrung. Ja, warum machen Sie überhaupt eine Siegerehrung? Es ist doch selbstverständlich offensichtlich, wer dieses Spiel gewonnen hat. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigeren Dingen. Wir haben herausgefunden, dass die Diebe morgen um Punkt 20.17 Uhr zuschlagen werden. Der Plan sieht es jetzt vor, den Dieben einen Hinterhalt zu legen. Allerdings reichen dafür zwei Leute nicht aus und wir benötigen mehr Mannsstärke. Genau, also die drei Sonderrollen, das heißt die Kriminelle, Yoshi, der Polizist und der Detektiv, also Yoshi, Dennis, Christina, gehen los zusammen. Warte nicht direkt hier. Zusammen mit Philipp. Dankeschön. Ja. Aha. Und, was sagen uns die Hinweise, Holmes? Elementar, mein lieber Watson. Es ist mir natürlich ein leichtes, diese Karte in meinem Kopf zusammenzusetzen. Und selbstverständlich bin ich auch mit dem darauf abgebildeten Gebiet vertraut. Es handelt sich um diesen Lagerplatz hier. Es gibt nur einen Grund, warum eine Diebesgruppe hier zuschlagen wollen würde. Das seltene und äußerst wertvolle pinkene Caesar. Ja, ich habe mir ja diese Hinweise von euch angeschaut, also viel ist es ja nicht, aber wenn man so brillant ist wie ich, kann natürlich auch aus diesen kleinen Indizien Schlüsse ziehen und ich konnte ausfindig machen, wo sich der Anführer dieser Diebe derzeit befindet. Watson, kommen Sie doch mal her zu mir. Ja. Brauchst du kurz? Ich finde, ihr könnt die Kinder mal ein bisschen Ruhe lassen. Die haben das schon drauf. Also, dass ihr immer gegen die seid, ja, genau. Das finde ich echt unmöglich. Ich hab alles kaputt! Ja. Ihr seid in mein Kraftfeld gelaufen. Was? Seht ihr die Markierung nicht? Das habt ihr jetzt davon, dass ihr mir nachspioniert. Das sind Markierungen. Da kommt ihr nie wieder raus. Dann mach ich meinen Plan woanders. Ja, egal. Ja, da war gleich einen Block holen. Nein, ja. Achtet auf Teile mit einem Pferd. Ja. Holmes, was suchen Sie? Ah! Professor Eckstein hat vor seiner Flucht Notizen verloren. Nicht weil das kann er. Sind zwar verschlüsselt, aber das sollten wir schon gelöst kriegen. Also, ich würde... Das sieht aber sehr, sehr schwer aus. Ja. Braucht vielleicht wieder Hilfe. Ja. Na gut, wir sehen uns in den nächsten Tagen. Laurentia. Laurentia. Laurentia.
zusammen sein am Freitag. Ach, wenn es doch schon wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wäre. Ich bei meiner Laurentia, Laurentia. Wollt ihr was über Knoten wissen? Guck mal. Also, kennt ihr Hanf? Habt ihr schon mal was von Hanf gehört? Ja. Hanf ist er nicht.
hättest doch einfach fragen können, ob du das Buch haben kannst, ne? Ja, stimmt. Genau. Ach so. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gesagt. Ihr hättet mir das wirklich ausgeliehen, damit ich auch in die magische Welt komme? Natürlich. Vielleicht hättest du die Magier fragen können, ob sie... Ja, eben. Faszinierend, wie manchmal die einfachere Lösung die bessere gewesen wäre. Aber gut, dieses Buch könnt ihr haben, dafür habe ich keine Verwendung mehr. Und ich baue mein Portal wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Du willst mal netter sein. So ist es. Ja, also ich glaube, wir haben unser Buch wieder, oder? Das schreiben wir nach der Party, oder? Eine Feier! Watson, ich muss Sie da leider enttäuschen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wir müssen dringend zurück nach London. Ein neuer Fall wartet auf uns. Nein. Es geht darum, dass der geheime Geliebte des Papstes erpresst wird. Gartenzwerglobby. Entschuldigung. Das ist das Thema. Gefährliche Organisation. Alles klar, dann gehen wir mal gegen die Gartenzwerglobby vor. Hast du die Gefangene gefüttert? Ja? Hast du auch daran gedacht, ihren Käfig wieder zu schließen? Nein? Wirklich? Schau mal, der Plan hatte zwei Schritte, nur zwei. Erstens, du fütterst die Gefangene. Zweitens, du schließt den Käfig wieder. Es wäre wirklich einfach gewesen, aber anscheinend schaffst du es selbst. Ach!
Tag in Riegen stand. Alle drei, dann nochmal den ersten Lagertag in Riegen. Simon war auch kurz dabei, haben wir